Gut. Jetzt kommt vielleicht der Nachricht. Einfach, kann man das an? Gut. Drei Stunden, fünf Minuten. 2:83 kommt wieder noch nichts durch. Gefilmt habe, sind schon dort gewesen. Ich weiß. Wir wohnen halt hier. Ja, ist auch schön. Wir stehen leider kein Bad. Ah, schade. Das kommt noch. Das ist noch nicht lang hier. Aus dem Gerinde kam sie aus einem Gebiet, wo der Kuli angegriffen hat. Ja, ist auch nicht so gerade gut drauf. Bei Fischerweg rechts abbiegen. Ach, die Eisenbahn. Da hoffen die auch wieder, dass sie irgendwann wieder zurück können, nach ihrem Heimatland. Wir wollen wieder zurück, bis sie gewohnt haben. Da bist du rechts, boy. Beispielsweise ist echt schön. Ich kann verstehen, wenn Leute dann sagen, ich bleib hier. Hier ist das wunderschön. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Wenn ich bayerisch sprechen die dafür? Ja, nicht so viel. Normalerweise sprechen die hier bayerisch. Ich verstehe es. In der Arriva dann schon. Beispiel das Steiner-Fan war. Ja. Wie der Steiner, der Stadion, ist aber schon lange gestorben. Ja. Gut, da weiter. Fahr. Gut, fahr. Rechts vor links. Ja. Fahr. War ja kein. Hier, der Vorfahrt kann man mal erwischt. Siehst du noch, du passt ihn auch für. Nein, ich habe auch nicht aufgepasst, war ich zu links. Ich habe auch Auto. Kommt mir so ein Reflex vor. Das war rein, der vorne. Ja, es gibt halt Orte, da gibt's, tun die anderen Leute nicht an den Regelhalben die Vorfahrt achten oder ob du Vorfahrt hast oder nicht. Da kommen sie einfach rüber gesaust. Ich habe gedacht, da ist einer, der wohl jetzt auch einfach rüber saust, der macht wurscht. Und da ich hier schon stehe, komm, fahr. Ich hab's da. 50.
Bäumen. Ja, ich habe meinen Bayerischen Wald, wenn viel Wald ist und viele Berge. 50 bleibt. Ja. Jetzt müssen wir von der Länge machen. Da muss ich so viel bremsen, sonst. Achtung, Pferde. Nach 500 Metern rechts abbiegen. Weil wir das auch dunkler. Als sie oben dunkler kommen. Ja. Es wird jeden Abend immer ein bisschen dunkler. Rechts ja. Abbiegen. Man sagt, Ende Juni ist der längste Tag. Und am 1. Juli geht es dann wieder abwärts. Dem Streckenverlauf 11 Kilometer folgen. Jetzt haben wir einen schönen Tag gehabt, Christine, aber schwarz-gelb. Ja. Nun, Charlie. Guck, da ist der Mais. Hast du Hunger? Mhm. Kreis Regen. Regen ist gut, Kreis Regen. Gut. Dann Kreis Regen. Hab ich nicht gewusst, dass es gibt. Das ist leicht verlassen aus Lost Place. Das ist doch verlassen. Der Wald ist ein auch mal Lieblingsort. Wie die Fränkische Schweiz oder Oberpfalz und Rügen, finde ich auch cool, oder? Mhm. Auch schön. Es gibt viele schöne Orte. Bei der Odenwald ist auch schön. Bei wie heißt das nochmal? Mittenberg hinten. Da gibt es auch so wie Berghochenbergrün. Hier sieht auf jeden Fall der Wald gesünder aus, weil er voller ist. Bei ja. uns ist er meistens nur in der Spitze. Ja. Das Grüne unten ist nur der Stamm und hier ist er doch voller. Ja. Und deswegen ist der Sauerstoffgehalt hier besser, weil der Baum wandelt den Stickstoff in Sauerstoff um. Okay. Das war der Stamm.
mal laufen im Bayerischen Wald, bis wir raus sind. Wenn wir die Autobahn bekommen haben, ne? Holzbrücke, ne? Ja, schön. Alter, schön. Dachselried. Was kostet der Riedel? 20. Eine Fahrt hier in den Bayerischen Wald ist auch wunderschön, gell? Mhm. Man sieht viel. Ja, ich weiß, die Scheibe ist momentan hier, es kommt von den die Vögel gucken einfach drauf. Vogelschiss. Ja, und Vogelschasse. Vogelschasse ist im Platscher. Ja. Ach da, ja, ich bin Autobahn. Aber so kleine Vogelschiss gibt es nicht. Vogelschiss. Große Muggel, kleine Muggel. Also Ungeziefer. Ja. Da gibt es auch viele Parkplätze. Mhm. Wie in der englischen Schweiz. Oder Oberpfalz. Ah, so krass ist. Ist herrlich gemacht. Rastplätze, das haben sie echt genug. Das ist cool. Nächstes Sonntag wollen wir mal Bayerisch, fränkische Schweiz oder sowas anderes gehen. Mal schauen. So, wir haben schon 21:35 bis jetzt. Was? Jetzt, wenn wir in Würzburg ankommen, 21:35 Uhr. Nach dem Ding. 271 Kilometer noch vor uns. Glasstraße steht drauf. Glasblume. Nein. Okay, jetzt probier doch wandern. Gut. Flugzeuge. Der fährt langsam. Ja, das ist mit einer älteren Generation. Der kommt aus Regensburg, oder? Mhm. Ja, aus Regen. Regensburg. Er hat gehupt. So. Vorbeifahren oder was? Was will der? Ach, abbiegen. Links abbiegen. Scheiße, wir müssen auch links abbiegen. Mhm. Fuck. Ah, nee. Echt? Scheiße. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Der ist wahrscheinlich nur langsam fahren, weil die ausverkauft sind. Ja. Logisch fahren wir schneller. Logisch. Sicher ist noch? Was? Schon nach. Ich hasse jetzt hier uns über Landstraße entscheiden. Ja, hab ich schon gedacht. Nur Landstraße. Ja, was hat denn der?
Da will nur uns Landstraße heimschicken. Und da? Richtung Nordwesten. Autobahn musst du dann fragen. Können wir zurückfahren? Alter. Autobahn will ich. Dem Streckenverlauf 12 Kilometer folgen. Ja, also ich habe in dem Ding. Ich bin mein Autobahn. Aus. Es. Sonst fahre ich mal in Kugel. Also ich habe jetzt keinen Bock hier auf Landstraße. Und da fahre ich doch nochmal. Echt, das spinnt. Landstraße. Ja, es geht schon. Autobahn, Richtung. Ja, ich hab's schon. Ich hab's. Da wolltest du bis die Landstraße nach Würzburg schicken. Alter. Landstraße, spinnt es. Guck mal wieder mal aus. Google Maps. Was habt ihr heute verbrochen? Mhm. Landstraße. Ja, ich habe mal gesagt, zum Autobahn Richtung Würzburg. Ja. Du weißt, dass der Bahnhof ist. Ich weiß.
und Rehe. Ja. Noch einmal eine Kurve. Und Kacke. Ja. Vorsicht, noch mal eine Kurve. Ja. Und noch eine. Schwer. Das ist schwer. Hab nur gerade gesagt, Schmiere. Da regnet es auch, dann wird es dreckig.
als unser Autofahrer da vorne. Habe ich nicht gesehen. Riedbrachbrücke. Ja, ja, vielleicht auch wohl schön dieses Ding aus. Da ist auch viel los. Großer Pfahl. Nicht der Marterpfahl. Ja, ach, viel los hier. Ja, da sind viele Leute. Was ist da Sehenswürdigkeit? Kurven. Ja, Fahrradfahrer.
Richtung Rattenberg. Wo sind die Ratten? Da sitzt drauf, Rattenberg. Ja. Dem Streckenverlauf 7 Kilometer folgen. Rechte Kurve. Noch eine Kurve. Ja. Kurve. Ja. Schöne Kurve. Ja. Richte dich ein. Weiter. Ja, abbremsen. Ich habe gesagt, schlimme Kurve. Vorsicht, schlimme Kurve. Ja, leider. Und noch eine. Vorsicht, schlimme Kurve. Schon. Und noch eine. Schlimme Kurve. Ja, alles abbremsen. Ich hab schon wieder vorbereitet. Nein, ich meine, das ist schon wieder Gas geben. So könnte man mit dem Gang segeln. Gleich kommt noch eine Kurve. Kurvenhaltiges. Ja, sehr. Kurve. Nochmal. Nochmal. Kein Gas. Nur rollen. Nur ja, rollen. Kurve trotzdem. Wieder eine Kurve. Komm hoch. Komm berghoch. Schaffen wir es berghoch? Und Kurve. Ja, wir schaffen das. Und das Fahrzeug runter wieder? So. Wir rollen los. Und dann, es gibt wieder eine Kurve. Ja, rollen wir in die Kurve. Ganz gemeine Kurve. Ja. Das ist so gemein, schon wieder. Und noch eine. Ja. Das ist einfach. Ja, aber es ist trotzdem. Da kommt gleich wieder meine Kurve. Nach der Kurve kommt noch mal eine starke. Dann geht das von bergauf. Lass jetzt auf. Ich hab mir vorhin gesagt, was? Dass eine starke kommt. Ja, ich habe noch. Rollgeschwindigkeit. Nur Rollgeschwindigkeit. Wieder eine Kurve gleich. Dann kommt gleich noch mal eine. Ja. Was? Ja. Rollen. Kurve, es biegt sich wieder. Kommt wieder etwas Schwereres auf dich zu. Ja, ich sehe schon wieder. Ich sehe nicht, pass auf. Ganz unten. Das ist übelst gemein, guck. Hat er gesagt, ich hab gesagt, ein bisschen Schweres kommt auf dich zu. Siehst du da? Nein. Du hast dich da nicht verschätzt. Nächste Kurve gleich folgend. Siehst du, es kommt jetzt. Ja. Abschon wieder. Hab ich doch gerade gesagt? Da kommt wieder eine. Dann noch einmal eine. Puh, sehe ich wieder und da kann. Zu stehen. Und was soll der? Auf grüne Ampel. Ist da eine Ampel, hast du sie gesehen? Ja, das ist eine grüne Ampel. Ja, muss ich seine Autobahn? Weiter noch entfernt. Ha ha.
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt hier Pause macht oder Ampel ist. Weil jetzt haust du eine Zigarette. Macht der jetzt Zeichen? Ich weiß es nicht. Ist das eine Ampel oder keine Ampel? Ach, das ist eine Ampel. So eine Ampel ist da. Ja, da ist eine Ampel. Ich hab gedacht, er macht eine Pause. Das weiß man ja nicht. Weil es ein Zeichen war. Ja, ich hab auch gedacht, es macht das Zeichen. Aber jetzt nochmal. Das siehst du schon nicht. Die Ampel dann. Du weißt, das ist vielleicht leider nicht. Weil er das mal so gemacht hat. Ja, so. Ja, rauch, als ich. Ja, der macht vielleicht noch eine Pause. So, ich habe gesagt, ich mache eine Pause, lass doch Leute vorbeifahren. Deswegen, also, guckt, ob der Ampel ist. Nur geguckt, ob der Ampel ist. Kurve gleich. Ich habe nur geguckt, ob der Ampel ist. Und sobald ich gesehen habe, habe ich wieder okay, mein Gott sei Dank. Und wieder gleich eine Kurve, denk dran. Ja, wenn der so Ding da vorne steht, das ist die Ampel auch nicht mehr. Und die 70, ja. Und der so kurz da steht. Hochlauf vor dir. Halt. Der Motorradfahrer ist geworden. Das reicht mir jetzt. Der sagt, ich hab Geld. Was? Der Motorradfahrer sagt, ich hab Geld, ich fahr euch vorbei. Und wir waren schön gemütlich. Denk drauf, dass Kurve jetzt auf die Zukunft. Ja, deswegen schön gemütlich. Das kostet uns ja Geld. Kurve. Und gleich noch eine scharfe Kurve. Ich sehe jetzt nach 600 Metern rechts abbiegen. In der Sonne, aber ich sag's dir. Vorsicht. Ich hab nur gesagt, scharfe Kurve. Scharf. Der Berg bremst uns ab. Du musst denken, wir sind ja hochwärts. Also der Berg uns abbremsen. Mhm. Also ganz einfach kurviert. Hey, Motorradfahrer, der wiegt doch nicht viel. Rechts abbiegen. Da kann er schon aber holen, ist klein, drin und dann macht er viel Sprit. Das ist bestimmt, was hat's jetzt gesagt? Rechts da abbiegen. Ja. Dann links abbiegen. Was ich Auto? Ja, so. Seite, Seite. Und dann links abbiegen. Links abbiegen. Hier drüben. Vorsicht, Kurve. Das ist 9 zu 8. Und Außentemperatur 24 Grad, ja. Und da sind wir hergekommen auch. Jetzt kommt nix. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Ich hab keine Ahnung. Ja, hier sind wir hergekommen. Bist du sicher? Ja. Ja, Unfall. Aufbaugefahr. Wo ist deine Kurve? Ja, Aufbaugefahr. Aufbaugefahr. Das war ein Stauber ist jetzt gerade. Ja, weil da Kurve ist, siehst du? Wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja, die Kurve ist auch harmlos. Ja, es ist eine durchgezogene lange Kurve. Ja, lang, harmlos. Und dann das kommt wieder einer und dann. Und die weisen sich, dann machen die dann so einen Rennen und dann kommt einer dagegen, weil sie sich verschätzt hat. Dann macht es kaputt. Kann auch sein, oder? Das ist für Stau hier, das ne? Keine Ahnung. Wieder eine Kurve richtig. Es waren 70. Ja, jetzt wollen wir kein Gas mehr zu geben. Collins, guten. Ja, hast du alles aufgepasst? Ich hab Bier angetrunken. Nach 600 Metern rechts abbiegen auf Bierweg. Bierweg. Na, guten Appetit. Hast du einen Dorsch? Bierweg? 30. Das will ich vorbeifahren. Jack Breu. Das ist die Brauerei. Ja. Bum-bum. Kurve. Bum-bum. Da ist ein Festzelt. Rechts abbiegen auf Bierweg. Da war ein Ultra betroffen. Naja, ich weiß, keine Ahnung.
Straße warst du hier auch nicht, oder? Wir sprechen Auto. Verlauf 6 Kilometer folgen. Der hat sich abgewürgt. Ja, weiter. Was wollt ihr von uns? Kurve. Und noch eine. Mit Alarm. Achso, das ist 30. War 30? 30 und Ende. Bis eh nicht schnell mit 30 fahren. Ja, keine Ahnung. Das ist gerade geblendet. Starre Kurve. Und nochmal. Starre Kurve. Ja. Ips. Hat der Bayerische Wald. Und nochmal. Eine starke Kurve. Oh. Und noch eine. Ist auch ziemlich. Und dann nochmal. Nochmal. Noch eine Kurve noch. Ja. Wieder. Und da ich komme noch mal eine Kurve. Habe ich doch gesagt. Nächste Kurve schon wieder beim Anmarsch. Gut. Ja, da unten. Das ist halt ein Bayerischer Wald. Hm? Ja, da ist ein Käfer. Was ist denn? Das ist ein Zeck gewesen. Was? Das war ein. Eine Zecke? Ja. Gleich weg. Ich wollte krabbeln hier. Das war eine bayerische Zecke. Ja. Kurve gleich. Ja. Eine bayerische Waldzecke. Habe ich doch gesagt, Kurve kommt gleich. Sprühst du dich überhaupt ein mit dem Zeug? Ja. Mit dem Ungezieferzeug? Ja. Die Kurve. Noch eine. Und danach kommt die Stahlkurve. Ja, Achtung, Motorräder. Starre Kurve. Ja, die rasen ja wahrscheinlich gerne dann. Wie heißt das? Ich hab gesagt, starre Kurve. Wahnsinn. Die rasen ja gerne die Motorräder wahrscheinlich. Ist stark. Noch mal eine. Abbremsen, komm. Abbremsen. Ja, und eng musst du jetzt machen. Eng. Ja, eng. Und gleich noch einmal eng machen. Ui. Eng, habe ich doch gesagt. Muss mal den Bauch ansehen. Es kommt gleich wieder eine Kurve. Das ist ein Dorf. Landdorf. Landdorf ist ja für Land. Schlängel durch den Dorf, dich durch. Schlängel durch den Dorf, dich durch. Pedelhof. 40 unter 50, gell? Das war ein Vogel da. Hast du das gesehen? Ja, Vogel halt. Wo noch wieder sind. Kurve. Ja. Gleich noch eine Kurve. Ja. Ein Baum. Einsam hier. Kurve. Ja, jetzt kann man 6 Grad einschmeißen. Ah, schöne Rebtier wieder, ja. Und denk dran, nach dem Dings kommt wieder eine Kurve. Ja. Und Kurve nehmen. Gleich nochmal ganz eng anschließen. Eng anschließen. Gut, muss ich anschließen? Ja, hier, weil es gleich 2 sind. Ja. Ich habe gesagt, eng anschließen. Oh. Und jetzt kommt nochmal eine. Schön eng anschließen. Vorsicht. Und rum.
600 Metern links abbiegen auf Dorfplatz. Also Klappkurve. Boah. Und mit Gefälle, ey. Ja. Und da ich. Nochmal. Da kommt. Stallwang. Hallo, klar. Kreistrapping. Gleich nochmal. Links abbiegen auf Dorfplatz. Links ist da drüben. Ja. Ist das auch Post? Links ist da, wo man da möchte. Streckenverlauf 2 Kilometer. Ich weiß, wo man da möchte. Vorsichtiges Auto. Was auch nichts. Ja, hallo. Kurven. Stammtisch. Vorsicht, Kurve, Kurve und 50. Ja. Gleich nochmal eine Kurve. Noch eine Tankstelle. Ja. Mit Autos. Da Dunkle. Kannst du es gleich verkaufen und tanken. Und verkauft noch Rasenmähertraktor und Rasen. Und Rasenmäher. Wieder eine Kurve. Bring da nach diese Kurve. Ich hab's gedacht. Ja. Und gleich noch eine. Kurve. Ist kein Spaß. Ich will einfach eine Mülltonne, ganz allein so. Sprühschuss. Da noch mal Schlange. Emmersdorf. Hier um Kurve, aber die geht. Das ist einfach nur eine Schlange. Nach wieder 600 Metern rechts abbiegen. Arsch auf Rad. Vorsicht, Arsch auf Rad. Richtung Wurst. Kurve. Das ist ein Auto. Ja, du kannst Kurve. Rechts Richtung B20 abbiegen, dann rechts abbiegen auf B20. Und rechts. Ja. Und Kurve schön. Und Kurve. Rechts abbiegen auf B20, wieder nach Straubing. Endlich. Das war nochmal eine Straße, jetzt kommt endlich. Aber da müssen wir rausgehen, sonst kommt der LKW. Der wird nur langsamer. Dem Straßenverlauf von B20 noch 10 Kilometer folgen. Eine ganz gemütliche lange Strecke, oder? Aber ich habe dich gut navigiert, ja, gell? Schon. Vorausschauend, obwohl du gar nichts gesehen hast. Aber das ist richtig immer gerade. Ja. Jetzt sind wir auf irgendeiner Straße. Auf der 20. Vorsicht, auf den nächsten Traktor. Nein, LKW. Gut, guck mal, Vorsicht, ist ein Traktor. Das ist ein LKW. Ja, was hat geladen? Einer mit Flüssigkeit beladen. Ah, ja, ist. Genau. Die dürfen nur 60 fahren, also 70 dann. Scheiße, dürfen sie auf der Landstraße nicht fahren. Ein bestimmtes Kilo Gewicht. Weil es zu gefährlich ist. Ja, aber nur in Deutschland. Hast du schon verlassen, Bayerischen Wald, oder? Das war's, Bayerischer Wald. Ja, das war's. Futtig. Futtig? Futtig? Mhm. Willst du dein Handy jetzt ausmachen oder willst du das ja laufen lassen? Sind wir jetzt draußen? Ich glaube nicht, richtig. Keine Ahnung. Ganz schön mutig. Das war's für Fürst, oder?
fahren in Richtung Regensburg. Ja, die A3 brauchen wir einfach. Hm? A3! Mhm. Einfach die A3. Am Regensburg ist wieder die Oberpfalz. Müsste irgendwas 7,1 Kilometer hier bleiben. Warum? Dann kommt die Autobahn. Also. Dann sind es noch 245 Kilometer nach Würzburg. Ab der Autobahn. Und hier sollen wir langsam, danke fürs Zuschauen, anschauen. Das war eine wunderschöne Fahrt in den Bayerischen Wald. Mit dem Fahrer Justus König und Beifahrerin Christine Barbara Schwarz. Und Charlie aus und Hamburg M2. Und fahren, also das Auto ist der King Alex BMW 23D X-Drive M-Paket, Sportpaket, Baujahr 2010. 190 Turbo Diesel PS, Original 5, Limousine, Allrad. Unser Durchschnittsverbrauch ist 7,4 Liter Diesel und der Tacho sagt, naja, 297.000 Kilometer. Auto. Und Auto. Mhm. Wir machen jetzt langsam die Kamera aus. Ende. Beenden Sie uns mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. 80 Kilometer zahlen. 610 Kilometer heute gefahren. Wow. Freunde.